Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um den Distanzvektoralgorithmus, den ich euch letztes Mal schon prophezeit habe. Und ja, was passiert dabei? Also ich habe uns mal unsere Netzstruktur ganz leicht geändert. Ich schiebe die auch mal noch ein bisschen mehr in die Mitte. Ich schiebe sie auch mal mehr in die Mitte, sagte ich gerade. So, und was jetzt passiert ist folgendes. Jeder dieser Teilnehmer hält sich eine Liste. Sowas ähnliches wie das, was ich euch schon gezeigt habe, nämlich die netstat-r-routing-table. Aber nicht ganz so. Und die sieht folgendermaßen aus. Ich schreibe euch gerade mal hier so eine Tabelle hin. So, das ist die Routing-Tabelle von, oder nicht ganz die Routing-Tabelle, aber die Tabelle, die Nummer 1 führt. Und was hier passiert ist, wie viel oder wo soll ich meine Sachen durchschicken, meine Daten, die ich empfange, um dann am Ende, also wohin soll ich schicken? Ich kann ja, wenn ich 1 bin, kann ich ja nur an 2 schicken und an 5 schicken. An wen von den beiden soll ich jetzt schicken, wenn ich meine Daten an 2 schicken möchte, an 3 schicken möchte, an 4 oder an 5 meine Daten schicken möchte? Und was jetzt passiert ist, wir kriegen noch Gewichte auf diesen einzelnen, auf diesen einzelnen Übertragungswegen. Und diese Gewichte, die werden zum Beispiel durch die Verzögerung gemessen. Das heißt, ich schicke, wenn ich mich neu in mein Netz rein verbinde, dann prüfe ich mal ganz kurz, wie meine Leitung ist, sozusagen einmal hinpingen von 1 nach 2 und von 2 nach 1 wieder zurückpingen und misst dann, wie viel Gewicht habe ich dann auf dieser Leitung. Und das macht natürlich jeder und diese Information wird dann auch verteilt. Man muss es in regelmäßigen Abständen, soweit ich weiß, wurde das in allen 2/3 Sekunden immer gemacht, muss man neu messen, wie diese Leitung gerade so ist und ja, dann bekommt man seine Gewichte raus. Also alle 2/3 Sekunde einmal kurz pingen und mal schauen, wie viel Verzögerung habe ich auf meiner Leitung. So, dann habe ich hier zum Beispiel ein Gewicht von 1, das sind jetzt willkürliche Werte, das sind normalerweise dann Millisekunden, aber ja, in unserem Fall spielt es eigentlich keine große Rolle. Wir machen das jetzt einfach mal so, dass es relativ interessant für euch wird. 5 hier, da 4, na komm schon, lass mich schreiben bitte. 4 und hier machen wir auch wieder 8. So, und was jetzt passiert, ist ziemlich witzig. Wir kriegen, wenn wir von 1 Daten nach 2 schicken wollen, hierher an Nummer 2, also das ist die Tabelle von 1. Immer dran bedenken, wir wollen von 1 aus an irgendeinen anderen Teilnehmer aus meinem Netz was schicken. Ihr erinnert euch, bei Distanzvektoralgorithmen werden Informationen zwischen den Nachbarn ausgetauscht. Weiß gar nicht, habe ich das schon erwähnt? Egal. Auf jeden Fall, als erstes wird mal hier eingetragen, meine Information, die ich direkt zur Verfügung habe. Sprich, wie muss ich denn von 1 die Daten an meine direkten Nachbarn schicken? Das kann ich schon mal sagen. Und zwar, ich kann hier einfach eintragen, wenn ich direkt schicke an Nummer 2, habe ich 1 als Kosten. Das heißt, ich trage da meine 1 als Kosten ein. Und wenn ich an 5 schicke, dann habe ich direkt 5 als Kosten. Na, lass mich doch jetzt schreiben, komm schon. Habe ich direkt 7 als Kosten, nicht 5, weil da eben 7 als Gewicht steht. Okay, so, was bringt mir das jetzt? Naja, ich kann schon mal meine Daten an 5 und an 1 an 5 und 2 weiterleiten bzw. hinschicken. Aber ich habe immer noch nicht die beste Route genommen, denn offensichtlich ist es ja, wenn ich nach 5 schicken möchte, günstiger über 2 zu schicken, denn hier kostet es nur 1, hier kostet es nur 2. Und hier auf der Leitung kostet es mich einfach volle 7. Deswegen möchte ich da eigentlich nicht drüber schicken, sondern lieber über die 2. Und was jetzt passiert ist, meine Nachbarn sagen mir, was in ihren Routing-Tabellen drin steht. Das heißt, mir sagt der Nachbar 2, hey, pass auf, ich habe Kosten 2 nach 5 und ich habe Kosten 5 nach 3. Das heißt, ich kann jetzt hier eintragen, nein, nicht da, sondern hier, wenn ich an 2 schicke, habe ich für 3 die Kosten 6, weil 1 nach 2 und 2 hat mir gesagt, es hat 5 Kosten nach 3, also 5 plus 1 ist 6. Okay, was machen wir jetzt als nächstes? Dann haben wir hier von 2 noch Informationen erhalten. Wenn ich von 2 nach 5 schicke, kostet mich das 2. Ich weiß als 1, dass ich Kosten von 1 nach 2 habe. Das bedeutet, ich habe hier unten den Eintrag 3. So, noch ist keine Entscheidung getroffen, wo ich jetzt hinschicken möchte. Alle anderen Einträge sind übrigens immer noch auf unendlich. Okay, irgendwann dann in 200 Jahren ist dann auch mal 5 soweit, dass es mir antwortet, weil hier die Leitungskosten sind schon echt hoch. Und sagt mir, hey, ich habe nach 4
volle 8 Kosten, also volle 8 Millisekunden oder was auch immer. Und das sagt dann für mich, wenn ich nach 5 schicke und dann nach 4, dann habe ich einfach enorme Kosten, nämlich 15. Und es sagt mir auch noch gleichzeitig, wenn du nach 2 schicken möchtest über mich, dann kostet dich das 2. Das ist ja dieselbe Leitung, ist ja in Ordnung. Aber ich für mich weiß, dass ich 7 Kosten nach 5 habe. Das heißt, ich habe hier oben die Kosten von 9. So. Und dann habe ich natürlich auch noch bei 5 irgendwann mal den Eintrag, dass es nach 3 so und so viel kostet, nämlich der günstigste Weg nach 3 von 5 aus. Der hat den Prozess schon durchgemacht, Nummer 5. Und Nummer 2 hat den Prozess auch schon komplett durchgemacht. Das heißt, bei 2 habe ich auch den Eintrag, wie viel kostet es mich nach 4 zu schicken. Das wären dann 9, weil der Weg über 3 günstiger ist. Und für 5 kostet es genau 7, um nach 3 zu schicken. Das bedeutet, die haben schon ihre Tabellen und tauschen die mit mir als 1 aus. Und ich erfahre von denen, dass es von 2 nach 4 9 kostet, plus die 1, die ich noch hier als ohnehin Kosten habe, kostet es mich 10. Und von 5 nach 3, das kostet mich 7. So. Und ja, ihr seht, also die Nachbarn geben mir alle Informationen, die ich brauche, wenn ich mich neu ins Netz rein connecte, also verbinde. Und mit dieser Tabelle kann ich jetzt meine Informationen schlussfolgern. Das heißt, wenn ich irgendwas an 2 schicken möchte, hier unten, an 2 schicken möchte, dann muss ich 1, da muss ich einen Kosten rechnen und ich muss nach 2 schicken, weil eben 1 sehr viel kleiner ist als 9. Das heißt, ich möchte hier den Nachbarn 2 als Ausgang benutzen. Wenn ich an Nummer 3 schicken möchte, benutze ich auch den 2er, weil es für mich einfach günstiger ist, 6 ist kleiner als 7, also ist es günstiger. Für 4 genau dasselbe, 10 ist kleiner als 15 und für 5 ist es auch günstiger, über 2 zu schicken. Mehr muss ich nicht wissen, ich muss einfach nur wissen, was mein sogenannter Next Hop ist. Also mein nächster Sprung sozusagen. Gut, und wenn ich diese Tabelle überall aufgebaut habe, dann bin ich erstmal sozusagen im Trockenen und kann jetzt das Netz ganz normal benutzen. Ich weiß, wohin ich welche Daten schicken muss. In meinem Fall habe ich einfach nur einen Default-Eintrag. Ich schicke alles nach 2 und damit sind wir wieder bei unserer Routing-Table, die wir uns schon die letzten paar Male angeguckt haben. Ja, was bei irgendwelchen Änderungen passiert, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel dieser Link hier auf einmal nur noch 1 kostet, das werden wir uns dann nächstes Mal angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.